Einen wunderschönen. Da bin ich mal wieder, euer Odin, mit einem neuen Root-Video. Ich hatte mich erst noch ein bisschen gesträubt, das S5 Neo zu routen. Das erste war ja defekt, aber das zweite scheint jetzt hier wohl zu laufen. Und deswegen habe ich gedacht, ich brauche meine Root-Rechte wieder, weil so geht das nicht. Das ist ja langweilig. Ich habe jetzt erstmal hier Root-Checker, habe ich extra drei drauf, um euch zu zeigen, dass ich wirklich keinen Root habe. Zustimmen. Okay, so, ihr seht da unten schon bei Beispiel die nervige Werbung. Ey, das ist ein Grund, warum ich das mache, weil diese geht mir so auf den Puffer. In jeder verfickten App ist irgendwelche nervige Werbung drin. Ey, das ist so, boah. So, wie mache ich das jetzt? Wie war denn das jetzt beim Root-Checker? Bestätigen? Ach so, ja. Sorry, Root, blub. Und da steht, dass es nicht geroutet ist. So, ich habe auch noch einen anderen Root-Checker. Also drei an der Zahl habe ich. So, überprüfen. Kein Root-Zugriff, SU nicht gefunden. Auch hier sagt er mir, dass ich keinen Root-Zugriff habe und kein Super-SU gefunden wurde. Ja. So, dann nehmen wir noch den anderen Root-Checker. Und is not rooted, running Android 5.1.1. Aber der sagt mir hier gleich, bin ich drin, der sagt gleich, ich habe nicht gerootet. Steht hier irgendwo noch was anderes, Serial, stehen so viele Daten, User-Typ. Buzzybox hat er auch nicht gefunden. Ja, der sagt mir gleich, oben steht gleich No. Also den habe ich zum ersten Mal benutzt, also da brauchte ich jetzt nicht mal was machen. Der sagt gleich, hier ist No. So. Und um das jetzt zu routen, wie gesagt, das ist mein erster Root. Das scheint hier wohl auch relativ leicht zu sein. Geht ihr erstmal auf Einstellungen, das ist diese Zahnrad, das kennt ihr ja. Und wenn ihr da drinnen seid, geht ihr ganz nach unten auf Telefoninformationen bzw. Geräteinformationen. Da kann ich euch auch gerne nochmal zeigen, dass ich das Galaxy S5 Neo habe, SM-G903F. Diese Anleitung ist auch nur für dieses Telefon geeignet. Nicht das normale S5, kein S4, kein Tab oder was weiß ich, weil das kam schon oft vor, dass einfach eine falsche Root-Anleitung benutzt wurde. Nein, nur für das Neo. Galaxy S5 Neo und ich wiederhole nochmal die Modellnummer, die seht ihr da, SMG903F mit Android 5.1.1. Das zeige ich euch jetzt auch nochmal, dass ihr das sehen könnt. Bitte überzeugt euch, dass die Daten bei euch auch so stehen, dass ihr das Galaxy S5 Neo habt und auch das SMG903F mit dem Minus logischerweise dazwischen und auf Android 5.1.1 seid. Sobald da was Neueres kommt und eine Root-Möglichkeit ist, werde ich dazu natürlich wieder separat ein Video machen. Das ist wirklich wichtig, weil viele haben schon eine falsche, haben zum Beispiel meine Root-Anleitung vom Galaxy S5 für das S4 genommen. Ey, das breakt, da müsst ihr dann wieder Software neu aufspielen, Rettungsmenü machen und die ganze Pisse, das ist, könnt ihr euch alle da sparen. So, dann geht er ein Stück weiter runter, da kommt dann die Kernelnummer und darunter kommt die Bundle Number. Das ist diese. So, Bundle Number. Da müsst ihr dann einfach ein paar Mal raufklicken. Bei mir steht dann, dass es nicht nötig ist, weil ich schon... Oh, die Kamera pegelt sehr ein, sorry. Bei mir steht da, dass es nicht nötig ist, weil ich diesen Entwicklermodus schon habe, weil ich ihn schon von Anfang an freigeschalten habe, wegen USB-Debugging. Das habe ich aber eben nochmal ausgeschalten.
da einfach immer wieder draufdrücken, so um die 7, 8 Mal ist es, denn es erscheinen doch irgendwie die Zahlen 3, 2, 1, 0, Entwicklermodus wurde freigeschalten. So in etwa. Und dann geht ihr wieder raus, ganz normal im Menü und da unten, wo Geräteinformationen steht, da steht jetzt oben drüber Entwickleroption. Da geht ihr rein. Wichtig ist, dass ihr diese oben hier, die, was ich angeschalten habe, die OEM-Entsperrung, die muss an sein. Ja? Und da unten die Bluetooth, die USB-Debugging-Option, die kann ruhig aus sein. Die ist nicht vonnöten. So, ihr habt gesehen, ich habe Root-Check gemacht. Ich habe nicht geroutet. Ich schalte jetzt mein Telefon aus. Abschalten. So, mein Telefon geht jetzt komplett aus. Jetzt hat es das erste Mal vibriert. Ja, das ist ziemlich schnell aus. Jetzt halte ich den Knopf. Achso, ja, ich lade ja gerade. Runter, also Lautstärke runter. Das ist da. Power. Und hier den Home-Button. Gleichzeitig gedrückt. Oder was oben? Nee, unten was. So. Jetzt bin ich dort drinne. Das sieht jetzt ein bisschen anders aus als beim normalen S5. Und bitte wartet auch, bis alle Treiber an eurem Gerät installiert sind. Ihr ladet in diesem Modus nochmal zwei kleine oder eine oder zwei kleine Treiber runter. So. Und da müsst ihr jetzt hochdrücken. Wenn ihr in diesem Menü seid, wartet, pegelt sich gleich ein, hochdrücken, dann kommt ihr in diesen Download-Modus. Der sieht jetzt anders aus. Auch da wird nochmal Software heruntergeladen und auf dem Handy installiert, auf dem Laptop installiert. Ich zeige euch das. So, hier seht ihr, dass dieses dann installiert wird. Lasst dieses bitte komplett installieren. Kein Root vorher machen, nichts machen. Einfach diese Software komplett erstmal installieren lassen. Hier seht ihr auch, da oben in der Ecke steht auch irgendwas und so. Ja, und Sie seht da, da kommt das nächste. Einfach komplett installieren lassen. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass ihr die Treiber alle vernünftig installieren lasst. Ich habe auch diese Smartwitch, um mein Handy zu sichern. Ich habe alle Daten vorhin schon mal gesichert. Dadurch habe ich auch schon einige aktuelle Treiber von Samsung zu meinem Telefon. Aber ihr seht nicht alle. Treiber wird installiert. So, zack. Jetzt sind die Treiber installiert. Jetzt diesen findet ihr, diese MP3, ach, MP3, diese ZIP-Datei findet ihr bei mir in der Anleitung, unter dem Video, in der Videobeschreibung. Da habe ich dann einfach einen Ordner gemacht, den habe ich S5, also Root S5 Neo genannt. Das ist eigentlich das gleiche, was hier drin ist, in diesem Ordner. Da geht ihr rauf. Rechtsklick auf Odin, als Administrator ausführen. Bist du sicher? Ich bin sicher. So. Ihr könnt hier nichts stellen. Ihr seht auch, dass mein Handy hier akzeptiert wurde. Das Blaue ist alles okay. Wenn ihr noch eine ältere Version habt von Odin, der Auto-Reboot muss an und F-Reset-Time, da muss der Haken rein und bei AP wird die Datei aus diesem reingemacht, was hier mit bei ist. Die CF Autoroute S5 Neo LTE S5 Neo LTE XX. Ja, so heißt die Datei. Ist eine TMF5-Datei, die einfach darin klatschen. Jetzt ist er da drinnen. Mein Handy, mein PC macht auch keine Updates mehr. Hier ist alles okay. Und jetzt drücken wir Start. Und so, das Telefon startet auch mehrmals neu. Also hier seht ihr schon, ist alles okay. Da ist das rote Android-Mannekicken. Der installiert Boot-Image-Patch. Ja, der patcht da jetzt ein. Ich werde mal so lange auf den großen Bildschirm zurückmachen, dann kann ich euch das besser zeigen. Also der arbeitet da fleißig. So, und jetzt hat er nochmal Import gemacht, irgendwas. Ja, und was macht er jetzt?
Reboot in 10 Sekunden. So, jetzt startet er den neu. Wir lassen immer noch das zur Sicherheit mal dran, ne? Weil ich weiß nicht, ob da jetzt noch was von der Image-Datei installiert werden muss oder nicht. Deswegen lasse ich das sicherheitshalber dran, ne? Weil hier steht auch noch nicht okay, hier steht Reset oben bei Odin drin, aber noch nicht okay und ich kann hier auch noch nicht Odin schließen mit Exit, nichts. Deswegen abwarten. So, jetzt hat er wieder am PC erkannt. Jetzt wird auch bei Odin gerade removed steht bei Odin removed. Anwendungen werden gespeichert oder installiert und schon ist er da. So, nur Notrufe möglich. So. Jetzt steht bei Odin, ich habe gerade meinen PIN eingegeben. Jetzt steht bei Odin Pass, Start, Reset, Exit. Wir können Exit machen. Und das war's eigentlich schon, soweit ich jetzt weiß. Wir werden das checken. Ich habe jetzt oben rechts die Super-SU-Datei. Seht ihr die? Und das werden wir jetzt einfach mal durch einfaches Checken. Also ich könnte es jetzt auch schon abschließen wieder hier. So, bestätige Root. Das Handy arbeitet, sieht man was? Ja, sieht arbeitet. Jetzt überprüft er alles. Wieso ist mein Bild jetzt eingefroren? Jetzt ist mein Bild eingefroren. So, sorry, irgendwie ist mein Aufnahmeprogramm wieder mal abgekackt. Ich habe, mein Bildschirm ist gerade ausgegangen. So, und wie ihr seht, habe ich jetzt Root-Rechte. Der hat auch gerade gefragt, will ich Root-Rechte gewähren? So, wir nehmen auch noch mal den nächsten Root-Checker. Das ist dieser grüne. Da gehe ich einfach mal oben auf Überprüfen. So. Und da fragt er jetzt auch, ob ich Root-Rechte gewähren will, erlauben. Und da seht ihr Root-Zugriff, es ist. Und bei Super-SU, Super-SU gefunden. Da steht auch, welche Version von Super-SU ich habe. So, jetzt nehmen wir noch den anderen, den starte ich einfach mal. Und da fragt er gleich am Anfang, ey, der will Super-User-Rechte. Sagen wir erlauben. Na. Und selbst da steht jetzt, ja, also da oben. The Galaxy S5 is rooted und Super User hat er gefunden in der Version 2.6.5. So, und wenn wir jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob es hier so ist wie beim ganz normalen S5, ich gehe einfach mal auf Super User rauf, da muss ich dann immer noch was aktivieren, muss ich jetzt hier gar nicht, ich bin in Super User drinne, kann meine Einstellung machen, ich gehe erstmal ganz nach unten im Super User, weil ich mag das so nicht haben, und zwar Design, Holo Dunkel, Einstellungen, so. Design Launch Icon. Da will ich das Superman Icon haben. So. Und wenn ich jetzt rausgehe. Und da. Da seht ihr das. Das ist jetzt. Jetzt kommt natürlich diese komische App wieder hervor, weil ich es bearbeitet habe. Und da habe ich jetzt das Superman Logo mit dem Rautezeichen für Super User. Jetzt habe ich Root-Rechte. Ich kann mir meinen Werbeblocker wieder installieren, was ich natürlich auch gleich machen werde. Denn die lästige Werbung in den Apps geht mir tierisch auf den Puffer.
Und ich kann auch meine Root-Apps wieder nehmen und werde mal gucken, ob meine Kamera-Apps wieder funktionieren, dass ich halt wieder aufnehmen kann, also meinen Bildschirm aufnehmen, weil die ohne Root, die sind so scheiße, die hauen nicht hin, die finde ich nicht toll. So, das soll soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Die ganze Beschreibung, was ihr machen müsst, findet ihr auch nochmal unten in der Videobeschreibung mit zwei Links. Einmal werde ich euch den direkten Download-Link für diese ZIP-Datei reinmachen und einmal werde ich euch, falls die denn nicht mehr funktioniert, werde ich euch die Seite, wo man sie downloaden kann, reinmachen. Die wird immer nach und nach aktualisiert. Also seid ihr da auf dem sicheren Stand, dass immer die aktuellste Version dort vorhanden ist. Das war's mal wieder. Ich hoffe, hat euch gefallen, die Route, mal wieder eine Route-Anleitung. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.